Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass wir heute einen wichtigen Baustein für bezahlbares Wohnen auf den Weg bringen. In meinem Frankfurter Wahlkreis ist das Thema Nummer eins. Bezahlbares Wohnen ist eine wichtige Forderung der Nachhaltigkeitsziele 2030, den SDGs, denen wir uns verpflichtet haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Februar haben wir im Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen beschlossen, dass wir die Wohngeldreform noch vor der sitzungsfreien Zeit im Sommer in das Parlament einbringen wollen. Mit der heutigen Einbringung des Wohngeldstärkungsgesetzes haben wir eine Punktlandung hingelegt. Dafür danke ich ganz herzlich all denjenigen, die daran mitgearbeitet haben. Dankeschön. Unser Ziel ist klar: Mehr bezahlbarer Wohnraum muss her. Dafür brauchen wir ein Zusammenspiel aus mehr Investitionen, sozialem Wohnungsbau und zielgenauen Änderungen im Mietrecht und in der Sozialpolitik. Das Wohngeld erfüllt eine entscheidende sozialpolitische Funktion, die wir durch den heutigen vorgelegten Gesetzentwurf stärken. Mit dem Wohngeldstärkungsgesetz werden ab dem 1. Januar 2020 mehr Haushalte mehr Wohngeld erhalten. Im Durchschnitt erhöht sich das Wohngeld um etwa 30%. Mit dieser Information habe ich am Wochenende eine junge Frau aus Frankfurt, die dringend auf das Wohngeld angewiesen ist, glücklich gemacht. Und es freut dann insbesondere als SPD-Politiker im Augenblick auch glückliche Gesichter bei den Wählerinnen und Wählern zu sehen. Vom Wohngeld profitieren 660.000 Menschen in unserem Land. Darunter sind rund 180.000, die dann erstmals oder wieder Wohngeld erhalten. Ein Zwei-Personen-Haushalt bekam bisher ohne Reform durchschnittlich 145 Euro pro Monat. Mit unserer Reform sind es jetzt etwa 190 Euro Wohngeld, eine deutliche Steigerung. Erstmals wird das Wohngeld dynamisiert. Dafür haben wir uns von der SPD auch intensiv eingesetzt. Das Wohngeld wird jetzt regelmäßig alle zwei Jahre an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Das ist ein echter sozialpolitischer Fortschritt. Damit sichern wir die mit der Wohngeldreform im Jahr 2020 erreichte Entlastungswirkung des Wohngelds auch für die kommenden Jahre. Weniger Haushalte werden dadurch zwischen Wohngeld und Arbeitslosengeld II wie Sozialhilfe hin und her wechseln. Des Weiteren werden wir die Höchstbeträge, bis zu denen die Miete bezuschusst werden kann, jetzt regional gestaffelt angehoben. Durch die Einführung einer Mietenstufe 7 können höhere Mieten in angespannten Wohnungsmärkten berücksichtigt werden. Mietenstufe 7 erhalten nun 38 Kreise und Gemeinden mit einer Abweichung des Mietniveaus von etwa 35% höher gegenüber dem Bundesdurchschnittsniveau. Bisher liegen, ganz durch Zufall, von 38 Mietstufen 7 33 in Bayern. In Hessen gibt es nur eine Kommune, aber das ist nicht mein Frankfurter Wahlkreis. Auf diese Einstufung werden wir sicherlich im Rahmen der weiteren Beratung eingehen. Der Gesetzentwurf sieht außerdem die Erhöhung des seit 1990 nicht mehr angepassten Einkommensfreibetrags für Menschen mit einer Schwerbehinderung von 1.500 auf 1.800 Euro jährlich vor. Das war auch dringend erforderlich. Ich freue mich, dass nun die weiteren Beratungen zum Gesetzentwurf beginnen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich für eine Klimakomponente beim Wohngeld einsetzen. Damit soll der Zugang zu Wohnungen mit höherem energetischen Standard für einkommensschwächere Haushalte unterstützt werden. Wir wollen auch das Problem der nordfriesischen Inseln angehen. Diese erhalten stets die niedrigste Mietenstufe, weil sie einem Kreis auf dem Festland zugeordnet werden. Das bildet aber nicht das tatsächliche Mietniveau auf den Inseln Borkum, Jüst, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge ab. Wir planen im September eine öffentliche Anhörung zum Gesetz. Das Gesetz soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. Das wäre ein guter Tag für etwa 660.000 Haushalte. Ich möchte mich bei meinem Praktikanten Silvan Spohr bedanken, der hier auf dem Podium sitzt. Er hat mich auf der Tribüne sitzt. Er hat mich toll in den letzten Wochen unterstützt. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine wunderbare, sitzungsfreie Sommerzeit. Ich danke Ihnen. Kollege Föst, ich bitte Sie noch einen Moment um Geduld. Zuallererst, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch